Aus dem hier wird bald das hier, heißt es. Wir haben Schulden ohne Ende, jetzt noch mehr Militärausgaben. Wie soll das alles finanzierbar sein, ohne an der falschen Stelle zu sparen? Deswegen sind einige Menschen in meinem Umfeld, so auch meine Mutter, davon überzeugt, dass unser Finanzsystem bald zerfällt. Ich nehme hier bewusst mal den Gegenpol ein, weil zu viel schlecht geredet wird und sie sagen, ja, Geld drucken und viele Schulden, das ist ein Problem. Und dass das kein Problem ist, will ich dir hier beweisen und mit Fakten belegen. Ich bin Michael Selbe und ich bin unter anderem Autor des Buches Das Fuck You Money Privileg. Zuerst einmal, wie hoch sind wir eigentlich verschuldet? Unsere aktuelle Staatsverschuldung in Deutschland liegt bei 2 Billionen Euro. Das siehst du hier, da gibt es eine schöne Schuldenuhr, da siehst du also die Staatsverschuldung unten bei 2 Billionen Euro aufwärts. Das heißt, Schulden pro Kopf liegen wir dann bei 26.523 Euro. Also jeder Einwohner in Deutschland hat 26.000 Euro Schulden. Dazu kommen allerdings noch geschätzte 5 Billionen Euro Schulden. Das ist also eine sogenannte Schattenverschuldung, die durch zukünftige Verpflichtungen anfallen, beispielsweise durch Pensionsverpflichtungen von Beamten. Ja, wenn die irgendwann später in Rente gehen, müssen wir die ja bezahlen. Ja, also das Geld kommt ja dann noch on top oben drauf. Und die Frage ist, bekommen wir das jemals in den Griff? Und dazu eine wichtige Überlegung. Ob Schulden zu hoch sind, ist ja nur bewertbar, also kannst du ja nur bewerten, wenn ich es ins Verhältnis setze zum Vermögen oder zum Einkommen. Okay? Das bedeutet, ob ich sehe, ob du oder ich beispielsweise viele Schulden haben, hängt ja davon ab, wie viel Vermögen steht dem eigentlich gegenüber. Also einer, der zum Beispiel viel Vermögen hat, 1 Million Vermögen und 1 Million Euro Schulden, hat netto eigentlich 0. Okay? Also da ist es praktisch jetzt nicht problematisch. Und genauso ist es auch, wenn einer viel Geld einnimmt, um die Schulden bedienen zu können, dann ist es auch nicht problematisch. Also problematisch wird es ja nur, wenn du viele Schulden hast, kein Vermögen und kein Einkommen, um die Schulden jemals überhaupt bedienen zu können. Und um das vergleichen zu können, was ist denn beim Staat eigentlich das Einkommen? Und beim Staat ist das Einkommen das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, also das BIP abgekürzt. Das BIP bedeutet, das umfasst den Wert aller Güter und Dienstleistungen eines bestimmten Landes. Ja? Und das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr, das ist praktisch dann vergleichbar mit dem Jahreseinkommen. Und lass uns doch mal in die Vergangenheit schauen, wie die Länder früher mit solchen hohen Verschuldungsgraden oder sogar mit höheren Verschuldungsgraden umgegangen sind. Ja? Die Gegner des Finanzsystems schauen ja auch in die Vergangenheit, also können wir auch mal in die Vergangenheit schauen. Und da ist es mal gut zu vergleichen, wie es denn bei der USA und von Großbritannien damals war, also wie viel Schulden hatten die im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, weil die USA und England hatten ja am Ende des Zweiten Weltkrieges, also 1945, enorme Kosten angehäuft. Ja, also um den Krieg in irgendeiner Weise gegen Nazi-Deutschland zu finanzieren, wurden ja enorme Kosten angehäuft. Ja, das hat ja richtig viel Geld verschlungen und das wurde natürlich auch durch hohe Schulden finanziert. Und dazu will ich dir mal aufmalen, wie das damals ausgeschaut hat. Also wenn du das anschaust, beispielsweise 1945 ja, bis 1955, also in dem Zeitraum von 10 Jahren, wie hat das da ausgeschaut? In UK, also in Großbritannien. Also UK war das praktisch so, die hatten also sage und schreibe 216% ihres Bruttoinlandsproduktes an Schulden aufgenommen. Das heißt, die haben doppelt so viel ausgegeben, wie sie im Jahr eingenommen haben. Okay? Im selben Zeitraum, also von 1945 bis 1955, haben sie aber nochmal zusätzlich 31% vom Bruttoinlandsprodukt an Schulden obendrauf genommen, standen aber nach dem Zeitraum mit lediglich, in Anführungsstrichen lediglich, 138% vom Bruttoinlandsprodukt da. Das heißt, irgendwie haben sie es geschafft, von dieser Summe insgesamt 109% wieder runterzukommen. Okay? Also von 216% am Beginn des Betrachtungszeitraums, dann nochmal mehr Schulden aufgenommen und trotzdem standen sie 1955 mit 138% da. Wie sieht das Ganze bei den USA aus? Also USA, wie gesagt, hatten ja auch enorme Kosten gehabt. Und bei den USA im selben Zeitraum sah es also ähnlich aus, also 1945 bis 1955, ja, sauber schreiben, das ist schon mal eine Kunst, okay. Und da waren es 116% zu Beginn des Zeitraums, also Verschuldungsgrad gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Dann haben sie auch nochmal 25%
Prozent on top obendrauf genommen in dem Betrachtungszeitraum von den 10 Jahren und haben trotzdem am Ende des Zeitraums auch, in Anführungsstrichen, nur 66% Verschuldungsgrad beim Bruttoinlandsprodukt gehabt. Das heißt, sie haben es auch geschafft, hier den ganzen Wert um 75%, minus 75% abzubauen. Und das Ganze ohne eine Hyperinflation oder eine Währungsreform. Also beispielsweise bei Amerika sah es so aus, die hatten also in dem gesamten Zeitraum eine durchschnittliche Inflation von 4,6%. Okay? Bei Großbritannien waren es übrigens 6,3% an durchschnittlicher Inflationsrate. Also nichts von dem, was man am Markt hört, dass es immer nur mit einer Hyperinflation oder mit einer Währungsreform funktioniert. Ja, wie sieht es heute in Deutschland aus? Nochmals als Erinnerung, ob Schulden hoch sind, ist ja nur verwertbar, also bewertbar, wenn ich es mit dem Vermögen und den Einkommen eben vergleiche. Und beim Staat, nochmals als Wiederholung, ist es das Bruttoinlandsprodukt und das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr. Das ist praktisch wie das Jahreseinkommen. Und das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Jahr 2021 betrug rund 3,6 Billionen Euro. Nochmal, demgegenüber stehen diese Schulden, ja, erinnern wir uns dran, von 2 Billionen Euro. Lassen wir jetzt mal die Schattenschulden außen vor. Das heißt, im Verhältnis zu diesen Schulden hat Deutschland einen Verschuldungsgrad von ungefähr 70%. Okay, also 3,6 Billionen ist unser Jahreseinkommen, 2 Billionen haben wir Schulden und im Vergleich dazu ist es praktisch im Verhältnis von 70%. Und damals so für dich als Überlegung, stell dir vor, du hast 100.000 Euro Einnahmen im Jahr und insgesamt 70.000 Euro Schulden. Hättest du ein Problem? Ja, fraglich. Weil übrigens viele Einwohner, wie es zum Beispiel in China gibt, automatisch auch ein höheres Bruttoinlandsprodukt bringen können, ja, ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also pro Einwohner des Landes, oft aussagekräftiger. Und da ist es so, dass also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Jahr 2020 sind wir weltweit auf Platz 17. Siehst du also hier unten, nach Finnland und Island ist Deutschland praktisch auf Rang 17. Also da gibt es auf jeden Fall noch einen ganz schönen Aufholbedarf. Und jetzt auch eine Frage noch, was kostet das pro Jahr und was passiert eigentlich, wenn die Zinsen steigen? Ja, es kann ja sein, dass die Europäische Zentralbank in der Zukunft, das wird auch so passieren müssen, die Zinsen anhebt. Und dann ist die Frage, wie belastet das unseren Haushalt? Das will ich dir hier mal zeigen. Und zwar siehst du beim Bundeshaushalt aktuell, das ist jetzt der Bundeshaushalt 2021, da siehst du, dass wir rund, unten, das siehst du bei Bundesschuld, rund 10 Milliarden Euro jährlich an Zinszahlungen aufwenden. Also von dem gesamten Haushalt, das Deutschland zur Verfügung steht im Jahr zum Ausgeben, sind 10 Milliarden Euro jährlich für Zinszahlungen aktuell. So, und wenn jetzt die Europäische Zentralbank die Zinsen um beispielsweise 1% anheben würde, ja, also 4 Zinsschritte würde das entsprechen, also wenn die um 1% anheben würde, dann belastet es den Bundeshaushalt, das ist so vom Bund der Steuerzahler geschätzt, ungefähr um rund zusätzlich um rund 15 Milliarden Euro für diese Zinszahlungen. Das bedeutet, im Verhältnis zu dem Bundeshaushalt, den wir haben, sind es ungefähr 5% vom Staatshaushalt. Okay? Für die Schuldenlast. Also ungefähr 5% von unserem Staatshaushalt für die Schuldenlast. Und um dir das mal verständlich zu machen, also Beispiel, du hättest jetzt 3.000 Euro Nettolohn, 3.000 Euro ist also das, was du monatlich einnimmst, und davon 5%, das wären ja 150 Euro, also du würdest jetzt dafür 150 Euro ans Zins oder an Zinszahlungen aufwenden, beispielsweise für eine Immobilienfinanzierung. Also fraglich, auch das noch kein Problem. Aber es ist natürlich kein Freibrief, okay? Erst recht, wenn die Schulden schneller steigen als das Wirtschaftswachstum. Und ich habe mal geschaut, die Geldmenge, also das, was ja gedruckt worden ist an Geld, die ist von 2002 bis 2020 um 154% gestiegen. Ja, also 154% ist die Geldmenge gestiegen. Und das Wirtschaftswachstum im selben Zeitraum um 44%. Wir hinken mit dem Wirtschaftswachstum um 110%, also um über 100% hinterher. Das heißt nichts anderes, als dass wir über unseren Verhältnissen leben. Okay? Und das bedeutet natürlich, dass der Anteil für die Schulden größer wird. Und das ist natürlich schlecht. Und dieser Trend ist nicht gut, weil mehr Schulden auf weniger Einkommen trifft. Aber es ist nicht unumkehrbar. Ja, also du siehst das praktisch hier, also die Geldmenge, ja, Wirtschaftswachstum, also Geldmenge M3 zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, hinkt das ganz schön hinterher. Wie gesagt, ist kein guter Trend, aber heißt nicht, dass das Ganze unumkehrbar ist.
So gut, jetzt kannst du sagen, naja, das ist ja Deutschland, aber hier geht es ja um Europa. Also hier geht es ja um eine ganz andere Größenordnung. Und wir haben ja dann auch noch die Länder im Süden, die ja nicht so ganz so gut dastehen wie Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter. Da bin ich natürlich bei dir. Also schauen wir uns doch mal die Länder der Europäischen Union an. Und bei den Ländern in der Europäischen Union ist es so, dass wir also rund 14,5 Billionen an Einnahmen haben. Und dem gegenüber stehen rund 13 Billionen Euro Schulden. Okay, also auch Einnahmen größer als die Schulden, also ungefähr bei 90%. Und erinnere dich an die USA, bei den USA war es nach dem Zweiten Weltkrieg über 110% im Vergleich zu 90% in Europa. Nicht schön, aber wie gesagt, ich will das nicht gut reden. Wie gesagt, ich will nur mal den Gegenpart einnehmen, dass eben nicht alles verloren ist und dass wir schon noch die Möglichkeit haben, wenn wir zusammenhalten, wenn wir die Sachen endlich angehen, dass das abgewendet werden kann und dass es halt schon noch lange so weitergehen kann. Das heißt, es ist schon gut, wenn Menschen Dinge hinterfragen, wenn Menschen sagen, naja, wie ist das Ganze eigentlich? Deswegen mache ich ja auch solche Videos, damit du dich aufklären kannst. Und ja, wir müssen grundlegende Reformen angehen und nicht beispielsweise noch die Anzahl der Bundestagsabgeordneten vergrößern, also das ganze System noch aufblähen und damit noch mehr künftige Verpflichtungen, also somit diese Schattenverpflichtungen schaffen, okay? Und ein wichtiger Hinweis auch daran ist, dass diese Reformen, das wird die Bürokratie nicht aus sich selbst heraus machen. Warum? Weil sie sägen ja nicht an ihrem eigenen Stuhl. Okay? Also die werden ja nicht selber anfangen und sagen, komm, wir bauen jetzt mal alles ab. Wir sorgen dafür, dass wir als Arbeitskräfte noch mehr machen müssen. Das ist ja die Folge, wenn du Leute entlässt. Kann man natürlich auch effektiver machen. Aber das Parkinson-Gesetz beschreibt, da verknüpfe ich dir nochmal ein Video hier drüber oder unten auch in der Videobeschreibung, das Parkinson-Gesetz beschreibt nämlich, dass es sogar schlimmer wird, und noch ineffizienter werden wird. Ja? Weil Arbeit neue Arbeit schafft. Schau dir unbedingt mal dieses Video an, warum Deutschland sich tot verwaltet, verpacke ich dir oder packe ich dir mal in die Videobeschreibung. Heißt aber nochmal als Fazit, unser Finanzsystem kann noch lange halten, aber es bedarf unbedingt eines Updates. Also wir müssen effizienter werden und effektiver werden, um überhaupt mit Schritt zu halten. Und da Frage oder Bitte an dich, schreib doch mal deine Ideen gerne in die Kommentare rein, also wo du sagst, das wäre doch mal eine Idee, wie man Deutschland effektiver machen kann. Bitte konstruktive Beiträge, also nicht nur einfach hier, die Reichen müssen alles abgeben, das wird sowieso nicht so einfach passieren, oder sollen doch die Beamten bezahlen und so weiter oder der Staat. Okay, also konstruktive Beiträge, wo du sagst, wie können wir aus der aktuellen Situation wichtige Reformen angehen. Welche Reformen wären das überhaupt? Schreib das bitte unbedingt in die Kommentare. Und zu guter Letzt noch ein Punkt. Du kannst nicht pleite gehen, wenn du dein eigenes Geld drucken kannst. Richtig? Das Geld wird zwar weniger wert, das heißt, du bekommst weniger für dein Geld, aber normal wird es ausgeglichen durch ein steigendes Einkommen. In dem Sinne, ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao.